Tippi erste Schritte. Schritt 1. Nimm das Handpad ab und drehe Tippi so, dass die Escape-Taste oben rechts liegt. Schritt 2. Entferne die Schutzfolie aus dem Batteriefach. Schritt 3. Verbinde Tippi mit dem mitgelieferten USB-Kabel an deinen Computer. Sobald die Escape-Taste rot aufleuchtet, ist Tippi verbunden. Der Akku ist vorgeladen und lädt bei Bedarf, wenn Tippi über USB-C angeschlossen ist. Während des Ladevorgangs blinkt die Escape-Taste rot. Betriebssystem auswählen. Um dein Betriebssystem auszuwählen, drücke Fn und die Plus-Taste. Die Fn-Taste blinkt schnell grün. Für Apple-Geräte drücke die Bild nach unten-Taste. Die LED am Handpad leuchtet grün. Für Windows, Linux oder Android drücke die Bild nach oben-Taste. Die LED am Handpad bleibt ausgeschaltet. Sprache auswählen. Um deine Sprache auszuwählen, drücke Fn und die Plus-Taste. Die Fn-Taste blinkt schnell grün. Für Deutsch drücke D plus E. Für Englisch drücke E plus N. Für Spanisch drücke E plus S. Für Französisch drücke F plus R. Für Italienisch drücke I plus T. Für Portugiesisch drücke P plus T. Für Niederländisch drücke N plus L. Für Schwedisch drücke S plus V. Für Finnisch drücke F plus I. Für Dänisch drücke D plus A. Für Norwegisch drücke N plus O. Für Isländisch drücke I plus S. Die vier blauen LEDs am Handpad leuchten in einem bestimmten Muster, um deine Sprachauswahl zu bestätigen. Du kannst das Etikett am Handpad zur Orientierung verwenden. Wichtig: Vergiss nicht, die Spracheinstellung deiner Tastatur im Betriebssystem anzupassen. Beachte die Liste auf dem Bildschirm. Bluetooth-Verbindung herstellen. Trenne das USB-Kabel. Die Fn-Taste blinkt grün. Tippi sucht automatisch nach einer Bluetooth-Verbindung. Warte, bis dein Computer das neue Bluetooth-Gerät erkennt und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Tippi zu koppeln. Verwende nur die kleinen Zahlentasten, um den PIN auf Tippi einzugeben. Sobald die Verbindung steht, leuchtet die Fn-Taste grün. Eine blinkende Escape-Taste im Bluetooth-Modus zeigt an, dass der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss. Nummernblock aktivieren. Drücke die Num-Taste, um den Nummernblock zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn er aktiviert ist, leuchtet die Num-Taste blau. Maussteuerung. Steuere die Maus mit dem Maus-Joystick und den angrenzenden Tasten. L für Linksklick, R für Rechtsklick. Pfeiltasten hoch und runter zum Scrollen. Reset-Funktion. Positioniere Tippi so, dass die Escape-Taste oben links ist. Führe ein spitzes Objekt wie eine Büroklammer in die Reset-Öffnung ein und drücke sanft, um den Reset auszulösen. Nach dem Reset ist Tippi vollständig deaktiviert und muss neu verbunden werden. Jetzt bist du bereit, deine Tippi-Tastatur zu verwenden.